Meine Freunde, wie geht's euch? Ich habe heute für euch meine Herbstfavoriten. Das heißt, ich zeige euch Sachen, die ich gerne benutzt habe, getragen habe, Serien, die ich geschaut habe und. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern starten direkt mit meinen Herbstfavoriten. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir starten direkt mit Beauty. Dann habe ich nur zwei Sachen und die zeige ich euch eben. Das ist einmal die Lippenkombi, die ich auch gerade trage. Und das kram ich immer wieder im Herbst raus. Das ist nämlich der Velvet Teddy von MAC. Ihr seht ihn ja jetzt auf meinen Lippen. Den habe ich auch schon gut leer gemacht. Und das ist ein mattes Finish. Genau, das war einer der ersten MAC-Lippenstifte, die ich mir gekauft habe. Und ich trage den immer noch. Früher habe ich den im Alltag fast jeden Tag getragen. Mittlerweile nur noch, wenn es kälter wird. Und dazu trage ich immer von Manhattan den überall gehypten Lip Liner in der Farbe 59G. Der ist ein bisschen bräunlicher. Der Velvet Teddy ist ziemlich rötlich, sage ich mal. Ja, so ein dunkelrot, dunkle Nude-Farbe. Und zusammen funktionieren die einfach wunderbar. Und vor allem halten die extrem, extrem lange. Und die zweite Sache im Bereich Beauty ist eine Creme von Nivea. Die ist ganz neu im Sortiment. Die Essentials Urban Skin Protect Tagespflege mit Lichtschutzfaktor 20. Und das ist auch schon mein größter Pluspunkt an der Creme. Die sieht so aus, ist ziemlich gelartig, beziehungsweise sehr, sehr flüssig, ganz leicht und riecht wahnsinnig frisch und richtig, richtig gut. Ich teste die jetzt schon so 2 bis 3 Wochen ungefähr und kann sagen, dass sie mir wahnsinnig gut gefällt. Ich vertrage die super, was bei mir nicht bei allen Cremes der Fall ist, weil ich ja Neurodermitis habe und da immer ein bisschen aufpassen muss. Meine Haut ist ein bisschen ölig, an manchen Stellen auch trocken und da funktioniert die super. Und vor allem finde ich, wenn man die aufträgt, ist sie sehr leicht, aber auch ein bisschen klebrig. Das heißt, die Foundation hält super da drauf und ich bin sehr, sehr froh, dass ich die entdeckt habe und werde die auf jeden Fall weiter benutzen. Weiter geht's mit Fashion. Ich bin jetzt nicht der größte Instagram-Blogger-Lifestyle-Girl, aber der größte Girl. Der Lifestyle-Girl. Der Lifestyle-Girl. Egal, juckt nicht. Okay, einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen. Aber ich habe trotzdem ein paar Sachen, bei denen ich mich immer wahnsinnig freue, wenn ich die in kälteren Jahreszeiten wieder ausgraben kann. Rausgraben kann. Und zwar einmal dieser Schal hier, den habe ich neu. Der ist von Zara, beziehungsweise neu. Den habe ich noch im Sommer gekauft, weil ich wusste, ich brauche einen einfarbigen schwarzen Schal. Der ist ultra weich, riesig des Grauens. Also der ist locker mal 3 Meter lang. Ich kann ihn ja einfach mal anziehen. Der fusselt nicht, der hält warm. Den kannst du als Decke nehmen, den kannst du... Damit kannst du leben. Also wenn du nur das hast, brauchst du eigentlich kein anderes Kleidungsstück mehr. Ja, der passt zu allem. Ich habe 1000 Schals, aber alle mit Muster und sonst was in komischen Farben und so. Deswegen bin ich jetzt wahnsinnig froh und habe dieses Jahr nur diesen Schal, immer diesen Schal getragen. Und ich liebe den. Den könnt ihr auch noch aktuell bei Zara bekommen. Ich guck mal, ob ich euch den in der Infobox verlinken kann. Der Akku ist fast leer. Nicht im Ernst. Weiter geht's mit einer Jacke, die ich letztes Jahr gekauft habe, auch bei Zara. Ich finde aber, die sieht aus, als wäre das eine Designerjacke. Ich sag's euch, Leute, ich hatte die an. Die hat 50 Euro gekostet und das ist für mich schon richtig viel Geld. Und ich dachte so, eigentlich brauche ich die nicht, aber irgendwie brauche ich sie doch schon. Und sie sieht aus wie, ich weiß nicht, was für eine Designermarke, könnt ihr euch selbst überlegen. Auf jeden Fall ist es diese hier von, habe ich jetzt schon gesagt, von Zara. Versuche euch die mal zu zeigen. Vielleicht blende ich euch auch nochmal ein Bild ein, wo man die angezogen sieht. Ihr seht, die ist innen drin gefüttert. Die ist ultra warm. Ich hatte die letztes Jahr im Winter manchmal sogar an, an wärmeren Wintertagen. Jetzt im Herbst ist die perfekt. Ich hatte die so oft an den letzten Tagen. Die hat hier immer so Sticker drauf und das da hinten ist halt richtig geil, oder? Boah, ich hoffe, man sieht das. Die geht ein bisschen, also die geht über den Arsch. Ja, falls ihr die noch irgendwo bekommen könnt, ich habe die auch schon bei 1, 2 Bloggern gesehen. Also bin ich jetzt auch Insta-Bloggerin, gehöre dazu. Ich versuche die zu finden oder eine ähnliche. Verlinke euch alles, was ich finden kann in der Infobox. Also schaut da gerne mal vorbei. Und schaut auch gerne bei Instagram vorbei, weil da seht ihr ja auch immer wieder Outfits von mir. Und dann könnt ihr den ganzen Shit auch mal getragen sehen. So, genug. So, der Akku ist ausgewechselt und es geht weiter mit 2 Accessoires, die ich zum Geburtstag bekommen habe und die ich im Herbst seitdem mega oft getragen habe. Einmal diese Kette von Michael Kors, mit der habe ich gar nicht gerechnet. Das war eine riesen Überraschung von meiner Mama, denn ich habe mir letztes Jahr die Ohrringe dazu gekauft und sie hat mir jetzt die Kette noch
zum Geburtstag geschenkt. Ihr könnt auch gerne mal in meinem Geschenkevideo vorbeigucken. Da gibt es richtig coole Geschenkideen für Mädels, so in meinem Alter. Ich hatte die jetzt nicht so oft an, einfach weil ich Angst hatte, dass ich sie verliere, wenn ich damit irgendwie rausgehe. Ich würde damit auch niemals irgendwie feiern gehen oder sowas, aber wenn Familienfeste oder so anstanden, habe ich die gerne getragen oder wir mal abends essen gegangen sind. Und ja, ich finde, das ist einfach so ein Highlight für jedes Outfit. Wenn man ein bisschen schicker sein will, dann kramt man seine einzige teure Kette raus, die man hat, und dann ist man gleich schon viel schicker. Und noch eine Sache, die ihr in den letzten Videos und auf allen Instagram-Fotos ungefähr immer und immer wieder gesehen habt, weil ich sie immer verlinke, ist meine Uhr von Klüß. Die habe ich auch zum Geburtstag bekommen. Und da verlinke ich euch auch mal einen Amazon-Link dazu, weil die gibt es dort billiger. Das ist einfach die goldene mit weiß. Seit ich die besitze, habe ich immer nur die getragen. Meine anderen zwei Uhren, die liegen und stauben ein auf meinem Schrank, was eigentlich auch schade ist, aber egal. Die passt einfach zu allem und ist auch so ein kleiner Hingucker. Ist schön hell. Ja, ich finde die einfach schlicke. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Die ist einfach knocke. Dann wollte ich euch noch eine Sache zeigen, die mir schon so oft den Arsch gerettet hat. Ganz ehrlich, Leute, ich kann es nicht oft genug empfehlen. Und wenn einer von euch da draußen das noch nicht benutzt, dann ciao. Es geht um Ingwer. Ingwer-Tee des Grauens. Ingwer-Shots des Grauens, auch wenn man danach stirbt. Das ist einfach nur das Wundermittel überhaupt. Meine Schwester zum Beispiel, ich drehe ihr immer Ingwer an, wenn sie krank ist, und sie immer so, aber das ist so scharf, ich möchte das nicht, das schmeckt mir nicht. Ganz ehrlich, Girl, dann sieht es als Medikament. Jedes Mal bis jetzt, wenn ich das Gefühl hatte, ich hebe es hier die ganze Zeit hoch, das sieht so richtig eklig aus, guck mal hier. Ja, wo war ich jetzt? Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, ich werde krank, wenn ich einen Halskratzen hatte, einen Schnupfen, einen Hustelle, einen Übelkeitsanfall, Ingwer klein schneiden, heißes Wasser drüber, warten, bis es lauwarm ist, Zitronensaft rein, Honig rein, ciao. Am nächsten Tag war ich immer topfit und gesund. Es ging mir immer gut. Ich war, glaube ich, in der letzten Zeit ein einziges Mal krank in diesem letzten halben Jahr oder so. Früher war ich immer krank. Und wenn ich Halskratzen hatte, wusste ich nächsten Tag Bronchitis, Angina, sonst irgendwas. Seit ich Ingwer-Tee trinke, ist ein anderes Leben. Also, Ingwer-Tee. Dann machen wir weiter mit ein paar Lifestyle-Sachen, sage ich mal. Also es kommen jetzt Bücher und Serien und so, vielleicht interessant für ein paar von euch. Und da fangen wir an mit Calendar Girl, mein Lieblingsbuch im Herbst. Das ist auch das Einzige, was ich so richtig gelesen habe. Ich hatte ja noch meine Bachelorprüfungen und alles Mögliche, das heißt, ich habe eigentlich gar nicht gelesen. Aber mit Calendar Girl habe ich wieder angefangen. Und Leute, da geht es aber mal richtig ab in dem Buch. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so erotisch ist. Also ich war ein bisschen so, okay, wow. Aber es ist wirklich geil. Es lässt sich richtig schnell runterlesen. Ich bin jetzt schon beim letzten Kapitel, also März. Ganz kurz, worum es in dem Buch geht. Da geht es um ein Mädchen, das sehr viel Geld braucht und deshalb Escort-Service anfängt. Und in ihrer Agentur wird sie eben immer für einen Monat an einen Typen vermittelt. Deshalb geht es hier jetzt um Januar, Februar und März. Es sind eben diese drei verschiedenen Typen. Und ja, was sie da so Heißes erlebt. Jetzt, wo es kälter wird, werden bestimmt einige von euch auch wieder ein bisschen mehr sich ins Bett kuscheln, mal ein Buch lesen. Und da kann ich euch das hier sehr empfehlen. Weißt du, was ich gerade gesehen habe? Dass die Chips hier noch unterm Bett stehen. Wir hatten gestern Chips-Eskalation und jetzt haben wir gerade gemerkt, dass sie noch unterm Bett liegen. Beweisvernichtung, Beweisvernichtung. Dann habe ich noch insgesamt 4 Serienempfehlungen für euch. Es sind alles Netflix-Serien. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, juckt mich nicht. Ich gucke halt Netflix. Auf Netflix gibt es einfach die besten Serien. Es ist so. Es ist so. Ich hatte selbst jahrelang kein Netflix. Alle hatten Netflix außer ich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wozu der Geiz? Und jetzt ist einfach völlig neues Leben. Die erste Serie ist Stranger Things. Das wird ja gerade sowieso super gehypt. Also da ist jetzt gerade die zweite Staffel raus. Ihr müsst euch das angucken. Wenn ihr die ersten 5 Minuten nicht überlebt, ist nicht schlimm. Danach ist es erstmal harmlos. Mir wurde die Serie schon ein paar Mal vorgeschlagen und ich habe immer gedacht, boah, Science Fiction, gucke ich nicht, interessiert mich nicht, ist überhaupt nicht mein Fall. Aber es lohnt sich wirklich. Die Serie ist wirklich wahnsinnig spannend und die Charaktere sind auch super interessant und es macht wirklich Spaß, die anzuschauen. Deswegen, falls ihr eine spannende Serie sucht, die ihr vielleicht auch mit eurem Freund zusammen gucken könnt, dann ist Stranger Things auf jeden Fall eine große Empfehlung von mir. Die zweite Serie, die ich euch empfehlen wollte, geht in eine ganz andere Richtung und ich habe die alle schon gesehen, aber wenn nicht, Leute, ich habe die auch nicht gesehen gehabt. Ich weiß nicht warum. Es ist Gilmore Girls. Ich habe Gilmore Girls ab und zu mal im Fernsehen gesehen, als sie früher lief und dachte immer so, okay, hab dann aber immer weggesappt.
Und jetzt hatte ich eben eine Weile keine Serie, weil ich alles auf Netflix durchgeschaut hatte, was man nur schauen konnte. Dann dachte ich so, ach, nebenbei gucke ich ein bisschen Gilmore Girls, wenn ich irgendwie aufräume oder so, dann muss ich nicht so aufpassen. Es hat sich dann aber dazu entwickelt, dass ich die Serie wirklich gesuchtet habe. Und ich bin jetzt, glaube ich, bei Staffel 4. Wer irgendjemand spoilert mich in den Kommentaren, dann kriege ich einen kompletten cholerischen Anfall. Weil ich weiß wirklich nicht, was passiert. Also gar nichts. Und es macht einfach riesig Spaß. Lorelei ist so witzig und die zwei im Team, das ist einfach nur geil. Also es macht einfach Spaß, sie zu schauen und ich kann es euch nur ans Herz legen. Die dritte Serie, die ich euch empfehlen wollte, ist Riverdale. Dazu werde ich gar nicht viel sagen. Ihr könnt einfach Riverdale eingeben und es gibt 5000 Reviews zu der Serie und Tags und alles Mögliche. Und ich denke mal auch, dass ihr es alle schon gesehen habt und wenn nicht, es ist so eine Art, ich würde mal sagen Gossip Girl, aber nee, so eine Mischung aus Gossip Girl und Pretty Little Liars und nochmal ein bisschen anders. Also nochmal ein bisschen mit mehr Mord und solchen Sachen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ihr kennt Riverdale. Und wenn nicht, schaut mal vorbei. Und die vierte und letzte Serie, die ich euch ans Herz legen möchte, ist Bates Motel. Auch dazu werde ich nicht so viel sagen, aber es ist so spannend. Ich musste mich auch überwinden, die zu schauen, weil eigentlich bin ich der größte Angsthase. Aber ich hatte einfach keine Serien mehr und habe dann angefangen, so ein bisschen gruseligere Serien zu gucken. Wir schauen jetzt gerade American Horror Story. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber es ist... Wir gucken das nur tagsüber, nur zu zweit und danach müssen wir noch eine Folge Gilmore Girls hinterher gucken, weil wir so Angst haben. Bei Bates Motel geht es um die Vorgeschichte von Norman Bates, der in dem Film American Psycho spielt von Hitchcock. Es gibt noch einen anderen Film Psycho, das ist noch ein anderer. Ach, keine Ahnung, ich habe das nicht gecheckt. Auf jeden Fall nicht schlimm, wenn ihr den Film nicht gesehen habt. Die Serie ist es auf jeden Fall wert. Die Charaktere sind einfach jeder für sich. Man hasst die, man liebt die, man fühlt mit. Man möchte irgendwie eingreifen und man möchte einfach wissen, was passiert. Und man ist einfach die komplette Zeit so, irgendwie hat man so eine Anspannung, weil man so denkt, oh mein Gott. Und diese Entwicklung einfach von Norman Bates ist so interessant und so spannend. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Kann ich euch nur empfehlen. Zum Schluss habe ich noch drei Zum Schluss habe ich noch drei Musikempfehlungen für euch. Ich weiß... Jeder hört momentan dieses eine Lied, können es alle auswendig, wir hören es alle im Radio. Ich weiß nicht, woher der Hype auf einmal gekommen ist. Auf jeden Fall gönne ich es ihm. Wir machen es einfach mal an. Ja, der liebe Bowser ist gemeint, aber das ist nicht mein Lieblingslied von ihm, sondern ein bisschen asozialeres, und zwar Baron. Ich spiele euch mal den Dingens vor. Ja, schaut euch den auf jeden Fall mal an. Ist irgendwie ultra asozial, aber ihr wisst, ich liebe so Deutsch-Rap und der hat es auf jeden Fall verdient, der liebe Bowser. Stripperin von dem ist auch ganz geil. Und dann gibt's noch ein Lied. Leute, Ich habe den ersten Ton gehört, ich habe es sofort in mein Herz geschlossen. Ich habe es so geliebt und ich hatte auch ein paar Tränchen in den Augen. Das verstehen nur Leute, die auch Prinz Pi-Fans sind. Leni weiß schon, was abgeht. Die hat schon die ganze Zeit ein Lied im Kopf. Leni und ich feiern das beide mega, weil es gibt von Prinz Pi ja das Lied Laura. Die, ich weiß nicht, irgendwie eine Freundin von ihm, die Selbstmord begangen hat oder so. Also das rappt er halt in dem Lied. Und jetzt gibt es Letzte Liebe. Leute, das Lied geht so unter die Haut. Das ist so ein richtig, richtig wieder so ein alter Prinz Pi. Nicht mehr diese neue Scheiße, die er gemacht hat. Also ich mochte die neuen Sachen nicht mehr so gerne, außer zum Beispiel 1,40 mit Film Did Banner, aber das war mehr so ein Chartlied, nicht mehr so richtig Prinz Pi. Ja, bla bla bla. Auf jeden Fall, Letzte Liebe ist jetzt mal wieder so ein richtiger Prinz Pi für mich. Und ich liebe das einfach. Der Anfang schon. Du bist meine letzte Liebe, hab ich geglaubt. Die letzte Liebe, in der ich liege, hab ich geglaubt. Zu 200% hab ich auf uns vertraut. Aber dann ist unsere Angst getaut. Friedrich Kautz, was hast du wieder mit mir gemacht? Tote Mädchen lügen nicht, ich kann das schon gar nicht mehr hören. Wenn ihr die Serie gesehen habt, kennt ihr das Lied auch, das ist schon uralt. Ja, das ist Into the Black von Chromatics und das kennt ihr wahrscheinlich alle, aber wenn nicht, das war auch eins von meinen Lieblingsliedern im Herbst.
Und damit sind wir am Ende von meinen Herbstfavoriten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir unbedingt eure Herbst-Must-Haves in die Kommentare. Was darf bei euch auf gar keinen Fall im Herbst fehlen? Das würde mich auf jeden Fall wahnsinnig interessieren. Ansonsten schaut super gerne mal bei Instagram vorbei und bei meinen alten Videos. Ich verlinke euch alles hier um mich rum. Und wenn ihr Lust habt, abonniert auch gerne meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss! Jetzt kann ich endlich diese fucking Scheiße von meinem Kopf reißen. Schön. Oh Baby, gib mir mehr von dem, was du lieben willst. Auch wenn es kein Leben ist. Ich liebe es.